Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Wir spielen so gut es geht historisch und sind 17 Jahre zu spät. Aber ja, letzte Folge hat sich ja das Spiel aufgehangen und ich musste nochmal die eine Schlacht spielen und dann nochmal das erobern. Aber das ist ja für uns jetzt nicht von Belangen, gell? Ich würde das hier eigentlich, warte mal. Es ist eigentlich ziemlich wurscht, ob wir jetzt hier nochmal Militärgebäude bauen oder ob wir dann hier das als Vorstoßding oder als Rekrutierungsstadt nehmen, um Richtung Gallien hoch zu marschieren. Ich würde das dann ganz gerne einmal natürlich. Warte mal, wie sieht's denn aus? Ja, ist halt super keltisch. Da machen wir ja mal einen geweihten Boden. Und ein Treffpunkt für die öffentliche Ordnung. So. Die haben wir jetzt. Wir haben uns richtig gerecht bei denen, weil die unseren tollen General gekillt hat. Das wollte ich nicht. So. Ich habe ja letzte Runde gesagt, der stand davor da. Und dann ist er 2 Meter nach da gegangen. Und ich habe doch gesagt, dass er sicher nur dahin gegangen ist, damit wir ihn nicht mehr erreichen. Weil die KI weiß natürlich, dass wir oder wie weit wir laufen können. Und selbstverständlich hat er genau das deswegen gemacht. So, das ist natürlich super. Du Charakterumsturz. Nam, 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 nam. Ja, okay. Machen wir mal das. Ist fehlgeschlagen. Warte mal. Da kann ich noch nicht attentatieren. Aber wenigstens haben wir die ein bisschen verlangsamt. Und jetzt machen wir. Warte, warte. Ich will ihn vollständig vernichten. Und ich glaube, das können wir automatisch machen, weil der hat nur eine angebrochene Garnison und die sind auch ziemlich angebrochen. Also ja, komm. Oder sollen wir das spielen, weil der uns so lange. Nee, komm. Komm, das machen wir automatisch. Das machen wir automatisch. So. Uiuiui, der hat aber viel verloren. Warum? Gut, ich habe, naja, 240. Ich glaube, der war schon angeschlagen von da vorne. Ja, das können wir durchaus behalten. Okay, der hat das jetzt geändert. Dann nehme ich mal die. Soll ich hier? Ein Militärhafen? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Großer Hafen. Hier der Stiefel ist ja nur für die Wirtschaft, weil der gehört ja nicht uns. Der gehört ja nicht uns. So, hier bauen wir. Kloake haben wir noch. Wir haben erst Latrine. Wie wäre es hier mit. Wie sieht es hier aus? Lateinisch geht er runter. Dann machen wir noch ein bisschen Latein und ein bisschen öffentliche Ordnung. Super. So, das sind die Abgeordneten. Ne, die Abtrünnigen, nicht die Abgeordneten. Wenn er schlau wäre, würde er jetzt hier Apollonia einnehmen. Aber die sind ja nicht immer so schlau. Hier sind 4 Armeen. Kann die da einnehmen? Aber das war's dann auch. Warte, ich gehe mal hier hin.
Und hier hin. Und mit denen könnte ich sogar vorgehen. Ja, genau. Hier konnte ich die ganze Zeit nicht hin. Und dann bin ich einen Tick vor und dann jetzt kann ich mich nicht mehr einbunkern. Aber das ist wurscht. Das ist wurscht. Ich mach mal Sabotage. Das war sogar schon erfolgreich. Der ist nicht gegen mich. Er hat keine Agenten, oder? Dann machen wir mal Sabotage. Ich mache jetzt mal das nicht mit den Attentat, weil das finde ich, ja, das mag ich eigentlich nicht. Aber ja, an sich ist es jetzt auch schon wurscht. Minus 3 Nahrung. Ich habe gerade ziemlich gute Nahrung. Hier öffentliche Ordnung ist hier auch ziemlich sicher. Ja, da können wir ein bisschen ausbauen jetzt. Ich werde wahrscheinlich jetzt, also falls ihr euch wundert, warum ich jetzt ein bisschen ausführlicher das mache. Ich bin gerade dabei, die Tutorials für Rome Total War zu machen. Und da bin ich, glaube ich, noch ein bisschen in der Materie drin. Aber ich hoffe, das stört nicht. Das ist sowieso nicht meine. Wie sieht es eigentlich mit unserer Familie aus? Die anderen... Oh ja. Da habe ich mich ja... Nee, nicht erklären, sondern den lasse ich mal schön bilden. Ist zu jung, okay. Ja, ich dachte, weil... Ja, stimmt. Der ist erst 3. Den kann man noch nicht bilden. So. Genau, super. Die bekommt Autorität. Auto. So. Die Frau lassen wir nicht bilden, weil die soll zu Hause bleiben und Kinder gebären. Bei den Rise of the Republic ist es ja so, dass ich, keine Ahnung, 16 Kinder habe oder so. Oh, 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 oh. Warte mal. Zum Glück habe ich das noch. Oh, verdammt. Da kann ich ja nur einen. Ja, und zwar schnell. Der hat 12. Wir haben 10. Beziehungsweise wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das wird interessant. Ja, okay, mit der Garnisonsflotte. Schauen wir mal. Ja, okay, das sind 2 mickrige. Naja. Also ich glaube nicht, dass er die Stadt einnehmen kann, aber... Diese Feiglinge sollten vernichtet werden. Seid ihr mutig genug, an unserer Seite zu stehen? Massilia. Nee, noch nicht. Das kommt erst. Warte, ich muss nachlesen. 119 kommt es. Oh, oh, das ist... Okay. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst und habe auf meinen Spickzettel geschaut. Da passiert ja gerade... Oh. Geht er jetzt nach Singidunum? Das wäre ja interessant. Vor allem, ja, weil da unten 2 Fullstack-Armeen stehen. Ja. So ein Mistkacker. So ein Mistkacker. Vor allem, das ist eine Legionärskohorte. So ein... Nee, das können wir vergessen. Das ist unser Trumpf. Aber gegen so viele können wir nicht bestehen. Aber ja, das war klar, dass er hier jetzt angreift, weil das da hätte er ja nicht einnehmen können. Ja, dann nehme ich das halt zurück. Oh, und hier muss ich dann auch
Alter, wie weit ist der denn gefahren? Uiuiui. War der im Gewaltmarsch? Hm. Okay, Agent wurde entdeckt. Kind ist geboren, yes! Diebstahl! Ein gegnerischer Spion hat euer Agent Gold und Eigentum gestohlen. So. Charakterumstoß. Oh, okay. So. Aber da bin ich in Reichweite. Ja, locker. Locker flockig. So. Öffentliche Ordnung. Und hier. Wieso habe ich hier einen Tempel? Wieso habe ich hier einen Tempel gebaut? Da mache ich mal. Dann mache ich mal Forschungsrate, ne? Wie viel Forschungsrate haben wir denn? 209%. Ja, das ist ein bisschen was. Das ist schon mal ein bisschen was. So, ja, dann hole ich mir die mal zurück. Warte mal, das ist nicht meiner, ne? Das da ist meiner. Der geht jetzt mal dahin. Automatisch. Dann bekommen beide Erfahrungen. Das ist gut. So, das ist super. Ja. Dann gehst du mal hier weiter, weil die sind mir ein bisschen zu nah. Okay. Gut, als nächstes werde ich mit der Armee die drei vernichten. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Pekiniere und sehr viele Kavallerieeinheiten. In der Kavallerie habe ich auch viel. Und viele Fernkämpfer für, also gegen, ja, der hat natürlich jetzt, kann ich den ersetzen? Nicht, ah, hallo Darling. Ja, anheuern. Ja. Super. Das ist sehr gut. Warte. Dann heuer ich mal hier ein den General an. So, dann hier sind zwei von meinen Leutis. Das ist auch mein Dude. Okay. Kann ich den jetzt eigentlich abziehen? Ja, locker easy. Dann kommst du mal und kommst auch nach Griechenland, weil Griechenland müssen wir jetzt endlich mal besiegen. So, wunderbar. Armee zerstört, Flotte zerstört, Siedlung verloren. Das ist ja alles wunderbar. Warte, Eigenschaft erhalten. Ein Hauch von Weinrot. Der da? Ne, den habe ich ja gerade. Ersetzt. Genau. Forschungsrate braucht er jetzt nicht. Schüsse mache ich ja. Rekrutierung. Die rekrutieren halt jetzt nicht, ne? Ja, die brauchen ja nichts zu rekrutieren.
So, warte, wie heißt der General nochmal, den... Der bekommt jetzt auch eine Frau. Ah. Wieso nicht? Ja, naja. Wahrscheinlich ist der noch zu... Der hat 22. Vielleicht ist er schwul. Hm. Gut. So, du bekommst was. Das ist wunderbar. Okay, Reichweite ist immer gut. Du bekommst nichts, du bekommst nichts. Und weiter geht's. So. Die tümpeln die ganze Zeit darum. Was machen die denn da? Die wollen die ganze Zeit angreifen, aber trauen sich nicht gegen meine Fullstacker mehr. Also. Ich biete euch Frieden an, die ich nö. Autsch. Das war ja abzuwarten. Abzusehen. Hm. Okay. Ja, danke, Senat. Ne? So. Jetzt werden wir speichern, weil das müssen wir jetzt gewinnen. Das werde ich sogar, wenn ich es verliere, nochmal versuchen. Vielleicht einmal nochmal versuchen. Ich will versuchen, ihn auf... Also, der Biss der Basilisken müssen wir auf jeden Fall versuchen, vor der großen Armee platt zu machen. Weil sonst verbinden die sich und dann wird es noch schwerer. Okay. Da habe ich auch nicht so viele Fernkämpfer, aber mit der Kavallerie kann man auch sehr viele schöne Sachen machen. Auf jeden Fall. Okay, der ist da. An sich müsste seine Armee hier kommen. Hm. Ich komme mal hier hin. Ja, bleib mal hier. Seid mal weg. So, so ist es schöner. Ich muss auf jeden Fall raus hier. Ich muss raus hier. So, dann, wenn wir rausgehen müssen, dann gehen wir halt raus. So. Das da ist die. Warte, damit ihr hier die Eigenschaften seht. Die kommt zuerst und die Kavallerie ist hier. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Genau von da, ja. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir. So. Einmal Kavallerie weg von ihm. Unser General wird angegriffen. Elite.
Tja, ja. Was ist denn da jetzt los? Autsch, autsch, autsch. Da sind viele Kavallerie-Einheiten. Da ist viel Kavallerie. Doch nicht. Oh, ich hab's mir anders gemacht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist ja vielleicht ein Kuddelmuddel hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Echt, ich habe Prätorianer-Kavallerie noch. Krass. Es ist echt lustig, dass die... Also... Okay. Verdammt, das habe ich nicht gesehen. Ach, das ist doch shit. Shit! Leinpanzer, was?
Pferde, raus da. Raus da, raus da, raus da. Also. Oh, das sind Pikiniere. Da sind die Pikiniere. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die noch mal unterstützen. Der geht wieder weg. Alter, wie... Die haben fast nichts verloren und mein General ist fast tot. Interessant. Aber er hat noch überlebt. Oder noch überlebt er. Das ist auf jeden Fall schon mal was. Komm mal die andere Kavallerie, vielleicht schafft die das. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh, jetzt muss aber goodbye sagen. So, ja. Ich habe zwar die Armee zerstört, aber hier ist noch eine. Okay, dann will ich mal versuchen, das mit meinen Garnisonisten zu machen. Ach komm, jetzt echt. Ich motiviere die mal. Die anderen ruhen sich erstmal aus. Die sind total erschöpft. Ja. Soll er hin? Nicht bevor der. Komm! Alter, bist du taub hier. So, motivier die nochmal. Bereit zum Einsatz! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher. Da will ich doch verquaken. Wieso sind die immer noch? Die haben gerade gewonnen. Nee. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Verstanden!
Eieiei, das war gar nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Gut, sind die wieder... Okay, sie sind sehr müde. Okay, die Kavallerie kommt hier. Aber alle bitte ganz langsam, ganz gemächlich. Ihr habt alle Zeit der Welt. Sehr müde, erschöpft. So, und die haben noch 6. Die haben noch 5. Die haben noch 3. Yay. Es kann halt wirklich noch sehr, sehr gut sein, dass wir das verlieren. Vor allem, weil die Pikiniere haben. Leine und Leinpanzer. Und Schwertträger. Ja, okay. Mit der Kavallerie werde ich auf jeden Fall die da platt machen. Die da hoffentlich auch. Der General muss halt. Der bleibt jetzt hinten, sonst ist er tot. Ich muss probieren, ihn. Ihn auf meine kleine Garnisonsarmee zu locken. Okay, die sind noch erschöpft. Die sind wieder in Ordnung. Aktiv, aktiv. Okay. So. Uiuiui. Also, die sind kein Problem. Fast kein Problem, die sind das Problem. Weil die in diesem Spiel sich so schnell umdrehen können, das ist echt Wahnsinn. Ich muss versuchen, mit den Leves die anzugreifen und ziemlich schnell platt zu machen. Gut, sind sehr müde. Sehr müde. Okay. Nein, einfache Geschwindigkeit. So. Die kommen jetzt auch mal dahin. Okay, jetzt ist es... Okay, wir können schon ein bisschen schneller laufen. Schon mal sehr gut. Super. Das war gut. Die schießen jetzt weiter hierauf. Die gehen hier hin. Die gehen dahin. Ja, was für eine Phalanx die machen können, das ist so. Ja, genau.
Das ist so lächerlich. Er kann sich schneller umdrehen, als ich mit den Pferden hingaloppieren kann. So, jetzt. Die Einheit ist umgekommen. Der General kommt jetzt. Er kann sich halt im Kampf umdrehen. Das ist wirklich lächerlich. Ja, das war gerade dämlich von mir. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ach, nee, echt jetzt. Also, komm schon. Ihr macht den fertig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Hey, wie schnell der ist. Das ist sehr gut. Jetzt. So, jetzt kann er einpacken. Alter. Das ist ein extrem teurer Sieg. Das ist heftiger als ein Pyrrhos-Sieg. Aber also hier habe ich einen riesen Fehler gemacht. Also, das war echt schnulzig blöd. Okay, das da bekommt auf jeden Fall der noch am meisten hat. Erschöpft. Wir lassen die noch ein bisschen schießen. Schießen die? Wir schießen nicht, oder? Ja, jetzt. Aber die treffen ja nicht. Ah, ja, da einer. Super. Noch ein bisschen? Komm. Zwei haben die schon. Das ist schon mal gut. Ist der wieder... Okay. Dann fangen wir mal an, den Platz zu machen. Die Römer
sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Na, Kampf-Infanterie bereit. Das Maus. Egal. Victoria, gib uns dein Geleit. So, Alter. Ein Charge und das ist weg. Alter. Ja, ein bisschen teurer sehe ich. Wir haben nur noch 300 Leute. Uiuiui. Der hat 300 getötet. Der war gut. Fast 300. Ja, also der hat 1000 mehr aufgestellt und ja, 1000 mehr verloren. Getötet 1500. Ja, Alter. Eins, zwei, drei. Aber ich habe nur 4 Einheiten verloren. Das ist bemerkenswert krass gut. Das ist krass. Das Tragische ist, Sparta ist noch dran. Und nee, Makedonien war schon. Aber zum Glück hat Sparta jetzt nicht angegriffen. Das wäre echt schade. Echt jetzt. Wo sind meine Attentäter? Gut, auf jeden Fall, wir haben wieder ein bisschen lange gemacht. Sabotiert. Militärstörung, Militär in der nach Hause telefonieren. So, dann fahre ich mal langsam dahin. Wie lange brauchst du noch? Ah, eine Runde, dann bist du fertig. Gut. Der ist nach da gegangen. Yes. Dann werden mal alle hochgepusht. Achso. Die wurden schon. Der hat wieder einen gekickt, oder? Wen denn? Eine Kavallerie? Ich glaube eine Kavallerie. So, du stopfst mal noch da. Hey. So. Und du gehst jetzt mal auch hier hin. Das Problem ist, der kommt dahin. Dann tausche ich die mal. Ja, Tradition mindestens hier. Oh, der hat kein Level. Hm, schade. Du gehst mal da rein. Du hast auch was bekommen. Irgendwie so. Ah, der. Gut, der bekommt natürlich das da. Hingabe. So. Ja, komm, Attentat. Krass. Hat sogar funktioniert. Du mal. Nein, 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 das mache ich jetzt nicht. Wir überziehen sowieso schon. Also, es ist 118 vor Christus. Warte, ich schau mal kurz, was da war. Oh, 119 ist Angriff in Südfrankreich. Gut, wir haben das verpennt. Aber das Gute ist, der hat hier ziemlich aufgeräumt. Alter, der ist ja groß geworden. So, das heißt, wir
Das heißt, wir müssen hier nochmal eine Armee aufstellen. 1, 2, 3, 4. Gepanzerte Legionäre 4, Adlerkohorte 1. 1, 2, 3, 4. Kriegshunde können wir. 3, 4. So. Und dann werden wir dann hier Spanien fertig machen und dann Richtung Frankreich gehen. Oh Mann. Ich habe jetzt vor lauter Griechenland ganz vergessen, was wir als nächstes. Aber es ist schon 119, das ist ja krass. 105 müssen wir Nordküste Afrikas anfangen. 105. Also in, ja, wow. Das werden wir auch nicht schaffen. Gut, auf jeden Fall rein theoretisch schaffen wir das natürlich. Hier bauen wir natürlich wieder auf. Hier stocken wir auf. 1, 2. Gepanzerte Adler haben wir noch. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch eine so und ne, gepanzerte Legionäre haben wir gar nicht. Krass, okay. Ja, dann nehmen wir zwei noch. Gut. So, jetzt hat aber. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ciao, ciao. Sega.